an einem Wächtig wird auf der Kernsmatte schon früh am Morgen gebaut, gesägt und gebohrt. Auch da sind Modellbauer in ihrem Element. Der Erbauer und Besitzer von dieser Loki, Britannia, ist der Herr Jörg Brast. Im Jahr 2002 hat er sie gebaut. Anno 1980 hat der Herr Steger vom Gasthof Kernsmatt mit dem Bau der Lilliputbahn angefangen. Mit den Jahren ist eine unabhängige Modellbauervereinigung entstanden, die den Gründer, den Herr Steger, tatkräftig unterstützt. Ein neues Gebäude entsteht als Remise für Elektroloks, Tram und verschiedene Geräte. Ja, kom door, ik doe het er aan.
Ohne den Einsatz von freiwilligen Helfern wäre so eine Anlage nie entstanden. Da wird eine neue Lok gebaut. Viele Stunden braucht es, bis eine so eine Lok fährt. Hundertstel Millimeter genau muss doch geschafft werden, weil man das später so ein Gefährt auch fährt. Immer noch, das ist jetzt ein bisschen mehr links, weil wir ganz jetzt Wenn es an einer Wächtung nicht so viele Leute gibt, werden die Elektrotram und Züge vorgeholt. Ungefähr 14 angefressene Modellbauer kommen einmal im Monat an einem Abend zusammen, um Fachzimpeln und Ideen auszutauschen.